Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Tricky Doors. Nun, wir machen weiter, ne? Komme ich hier unten eigentlich inzwischen ran? Öffne das Schloss in diesem. Du hast sie schon gesehen. Auf. Wo habe ich sie denn schon gesehen? Wo habe ich sie denn schon gesehen? Hier nicht. Hier nicht. Oh, warte mal, komm ich da ran? Nee, scheinbar nicht. Okay. Wo habe ich die denn schon gesehen? Oh, da komme ich noch ran. Mit der Zange? Nein, mit dem Hammer. Ja. Okay, da bekomme ich noch den letzten Reisig. Genau, die Chips. Wo habe ich denn die schon gesehen? Viele Löcher im Dach, nur dieses eine ist gefleckt. Komme ich da auch an? Nee, offenbar nicht. Puh. Hier nicht. Ach, da oben. Gelb, grün, rot, ne? Gelb, grün, rot. Alles klar. Gelb, grün, rot. Gelb, grün, rot. So, jawohl. Und jetzt? Juhu, ein Mether. Und ein Haken. Oh, sehr gut, sehr gut. Kriege ich hier noch was? Nee, hier gibt es nicht so viel Angelausrüstung. Aber ich kann jetzt die Angel fertigstellen, glaube ich. Jawohl, sehr gut. Mit der Angel kommen wir hoffentlich an den Kanister heran. Sehr gut. Was ist da drin? Ah, ein Schlüssel. Wer hätte es gedacht? Na gut. Warte mal, mit dem Messer könnte ich vielleicht die Quietschente aufquietschen. Jo. Alles klar. Einen weiteren Chip. Wo kommen die denn hinein? Na gut. Aber mit dem Messer sollte ich doch hier auch an das eingenähte herankommen, ne? Jo, das funktioniert auch. Super. Roter Chip. Alles klar. Was noch? Komme ich mit dem. Ah nee, das Messer bin ich jetzt losgeworden. Schade. Ich hatte gehofft, mit dem Messer da noch anzukommen. Wo brauchte ich denn den Schlüssel? Da braucht es einen Schlüssel. Ja, sehr gut. Ein Dreibein und eine Box. Was ist denn in der Box drin? Was? Was soll ich hier tun? Es sieht aus wie eine Sternbildkarte, aber es ist noch nicht klar, was ich damit machen soll. Okay. Na gut. Na gut. Was? Zu klein, um drauf stolz zu sein? Tralalala. Und da kommt das. Der Dreibein. Nee, der ist fürs Feuer, ne? Ja. Okay. Also, hier kann ich Feuer machen. Moment. Halt. Erst der Reisig dort hinein. Kein Reisig dort hinein. Interessant. Das Dreibein darauf gestellt. Okay. Das dran gehängt. Da ist ja noch so ein Dingelchen drin. Reisig und das Feuerzeug. Super. Mit der Zange kann ich jetzt das Ding da rausfummeln. Ja, okay, hat funktioniert. So, wir haben alle vier Chips. Das ist cool. Harz kann man gut zum Abdichten verwenden. Das stimmt. Das funktioniert allerdings nicht. Okay. Wo kann ich denn die Chips benutzen? Nicht hier oben. Natürlich nicht hier oben. Da auch nicht. Da auch nicht. Keine Ahnung, wo kann ich die Chips? Ach, warte mal, die könnten hier reinkommen. Ja. Okay, alles klar. So, und verbinde die Punkte mit einer durchgehenden Linie. Okay, dann lass mal sehen. Bam, bam. So, darum. Das könnte funktionieren. Also so herum. So. Nee, nicht so herum. Okay, also da könnte ich lang gehen. Dann könnte ich da entlang gehen. Ich könnte hier. Ja, das funktioniert. Okay, so. Dann dahin.
So, und jetzt hier. Nee, warte mal, wenn ich hier rumgehe. Nee, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt einmal hier ganz rumkomme. Das geht gar nicht. Also, mein Gedanke war jetzt hier das hier erstmal rumzubasteln, ne? So. Aber jetzt komme ich nicht weiter. Ich kann hier umgehen oder da umgehen. Nee, okay, also. Moment. Hä? Gut. Also. Jetzt, ich muss von hier aus starten. Dann funktioniert's. Darum. Jetzt den großen Weg. So. Und jetzt den kleinen. Tada! Alles klar. Juhu, eine Nähmaschine. Mensch. Okay, ich hoffe, die ist vollständig. Da könnte ich jetzt das Ganze regeln. Ja, okay, funktioniert. Klasse. So, und da ist doch auch ein. Brauche ich hier noch was anderes? Es ist unerwartet, eine Nähmaschine an einem solchen Ort zu sehen. Aber guck mal, da unten ist da nicht noch was? Da ist nichts mehr. Okay. So, wenn ich das Segel jetzt da dran bapse. Okay. Der kleine Wagen oder der große, je nachdem. Okay, und der große Wagen verbindet die Sternenlinie, die die gewünschte Konstellation enthalten. Ja, lass noch mal eben gucken. Okay, also von unten beginnend, hoch runter, hoch runter, runter und dann das. Okay. Ja, so einfach ist es nicht, ne? Hoch, runter und nee. Hoch, hoch, runter. Okay, also es müsste ein Wagen sein. Das könnte es sein hier. Hoch und nee, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Hoch runter. Ich muss noch mal nachgucken. Okay, also die obere Linie ist länger als die untere. Und hier müssen drei Sterne dran sein, die alle drei höher sind, der Mitte am höchsten als dieses Innenleben da. Okay, also hoch, runter, deswegen funktioniert das hier nicht, weil es noch ein runtergehen müsste. Hoch, runter, das hier könnte sein, dass das der Wagen ist, aber dann fehlen hier die drei. Es könnte sein. Hoch, runter, runter. Nee, das geht nicht. Also das hier sieht zu verlockend aus, ne, mit dem Wagen. Das ist es aber nicht. Das hier könnte auch ein Wagen sein, aber dann passt es da nicht. Hier nicht. Da nicht. Das hier könnte. Könnte das hier funktionieren? Runter, runter. Das ist es nicht, ne? Das ist garantiert nicht. Soweit würde das passen, aber hier klappt es jetzt nicht mehr. Weil diese Linie. Nee, das ist es auf gar keinen Fall. Nein, das ist es auf gar keinen Fall. So, also der hier ist es auch nicht. Weil hier fehlt der eine höhere. Wenn der da höher wäre, dann wird's funktionieren. So, also das klappt nicht. Gut. Also sagen wir mal, dass das hier nicht der richtige ist. Kann ich das noch verschieben? Nee, kann ich nicht. Okay, also dann.
Das hier ist kein Wagen, das ist kein Wagen, das könnte ein Wagen sein. Nein, das könnte sein. Nein, das hier könnte sein. Nein. Das hier könnte der Wagen sein. Nee. Das dort, nein. Puh, nein. Das könnte natürlich auf den Kopf gestellt sein, ne? Guck mal, dann wäre es das hier, dahin, so. Tja, aber hier, nee, das kann es unmöglich sein. Nein, das ist es nicht. Es stimmt schon, der obere muss der längere sein. Das ist schon richtig. Ich kann die Sterne aber auch nicht verschieben, das ist blöd. Wo kann es stattdessen sein? So, sagen wir mal, wenn das hier der ist, passt es da nicht. Wenn der das hier ist, nee, das kann nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. So rum. Lass mich da mal gucken. Hoch. Und es wird wahrscheinlich auch so herum sein, ne? Also, dass der Handlauf sozusagen auf der rechten Seite ist und der Wagen auf der linken. Egal jetzt, wie rum man das dreht. Also das heißt, dann fällt das hier schon mal weg, dass das der höhere ist unten und dann das fällt schon mal weg. Es könnte so rum sein. Nee, das passt aber nicht. Also, tja, das hier wäre einfach als Einstieg. Passt aber nicht, weil es dann hier nicht weitergeht. Das wäre auch ein super Einstieg, aber dann kommen wir hier nicht weiter. Okay. Das hier wäre ein Einstieg. So. Ja, aber dann kommen wir hier nicht weiter. Das kann es nicht sein. Habe ich das nicht eben schon mal gemacht? Nein, das ist es auf keinen Fall. Aber vielleicht ist es dieser da. Nee. Okay. Hier ist es auch nicht. Weil die Abstände an den Seiten schon relativ ähnlich sind. Das hier wäre eigentlich perfekt für den Wagen, ne? Guck mal, wenn das hier. Oh, warte mal, der auch weg. Das hier wäre echt perfekt. Ja. Aber dann geht es bedauerlicherweise nicht weiter. Was doch? Wieso das denn? Hä? Warum hat das funktioniert? Das hätte nicht funktionieren dürfen. Schlüssel. Das hätte überhaupt nicht funktionieren dürfen. Das Segelboot ist an. Ach so, warte, halt, das Segelboot ist angekettet. Warum hat das funktioniert? Na gut. Es hat funktioniert, nur darauf kommt es wohl an. So, und wir segeln zum Ausgang. Yeah. Ja, du hast die Folge abgeschlossen. Okay, gut. 4, verschlossene Wohnung. Aber warte mal, da gebe ich doch jetzt die 4 für aus. Komme ich denn da überhaupt hin? Na, mal sehen. Halt, Moment, wie geht's hier noch weiter? Oh mein Gott, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, das hier als Wimmelbild rauszubringen, aber nein.
Okay, die verschlossene Wohnung. Ach, jetzt habe ich den Text gar nicht gelesen. Komme ich nochmal zurück? Ist egal. So, also ein Besen. Cool. Hier ist ein. Ist es lange her, seit hier jemand aufgeräumt hat? Naja. So, das nehme ich mit. Einen Chip. Und zack, es werde Licht. Es ward Licht. Okay, cool. Die Schlaftabletten nehmen wir mit. Ich frage mich, warum diese Bücher nicht mit den anderen in den Regalen stehen. Das Seil nehmen wir mit. Da ist noch ein Chip. Da ist etwas im Kissen. Okay, das Kissen sieht aus als die anderen. Gut, es gibt eine Menge Bücher in dieser Wohnung. Naja, das macht ja nichts. Oh nein, gewöhnliche Farbe würde hier nicht durchscheinen. Warum nicht? Na gut. Es fand ein Kampf statt oder so. Oh, ich nehme das Stuhlbein erstmal mit. Klar, warum nicht? Und da liegen Sachen dazwischen. Streichholz und noch ein Chip. Zwischen den Streifenplatten sind kleine Lücken. Kann ich da rumfummeln? Nein, scheinbar nicht. Okay, Streichholz. Na, meinetwegen. Was ist das hier? Nicht zum Rumzuppeln. Den Chip nehme ich aber auch mit. Dadurch, dass die Blumen noch nicht verwelkt sind, muss erst für relativ kurzer Zeit jemand hier gewesen sein. Die Kohlen in der Mitte bilden einen Haufen, als ob sich etwas darunter befindet. Kann ich dann mit dem Stuhlband rumfummeln? Kann ich. Ein Griff und ein. Was? Eine Dame. Okay. Ein Griff, wahrscheinlich für das Fenster, ne? Ja, gut. Okay, damit ist hier schon mal zu. Ah, das schmilzt doch ganz schnell weg. Ausgezeichnet. Hier kommen die fünf Chips hinein. Allerdings habe ich den fünften noch nicht. Daher, naja. Da kommt die Dame hinein, ne? Okay. So, was soll ich hier machen? Platziere die Damen auf dem Schachbrett so, dass sie entweder vertikal, horizontal oder diagonal auf einer Linie stehen. Zwei davon sind tatsächlich festgekettet. Okay, ich weiß, dafür gibt es eine ganz coole Lösung. So. Und. Nicht dort. Hier. Oh, das geht gar nicht. Ach so, weil diese diagonal sind. Okay. Weder horizontal, vertikal noch diagonal. Okay, dieser darf da nicht stehen. Dieser darf hier, A4 allerdings auch nicht stehen. Diese darf dort nicht stehen. Warte mal, wenn wir die da hinsetzen und diese dorthin. Ach, dann passt das da nicht. Ja, schon klar. Okay. Und wenn ich diese. Hier darf sie stehen, hier dürfte sie auch stehen. Dann setze ich dich nicht da oben hin. Nee. Das passt nicht. Hier nicht, dort nicht, dort nicht. Hier könnte sie stehen. Nee, hier könnte sie nicht stehen. Horizontal. Ja, schon klar. Okay. Da nicht. Okay. Also hierhin. Das heißt, dich würde ich nicht hier hinsetzen. Die unteren sind schon alle belegt, ne? Deswegen geht das nicht. Ah. Nein. Okay, was ist denn, wenn ich dich mal da oben hinsetze? Hier unten kann ich niemanden hinsetzen. Aber dich könnte ich hier hinsetzen. Oh, kann ich nicht. Ah, Mist. Okay. Dich aber auch nicht. Puh. Okay, sagen wir mal, ich bringe. Nein, dich kann ich da auf keinen Fall hinsetzen. Da nicht. Hier nicht. Da nicht. Hier nicht. Das heißt, ich muss dich hierhin platzieren. Du kannst. Hier nicht, da nicht, da nicht.
Nein, nein, nein. Okay. Du könntest. Nein, nein. Ja. Nein. Wegen dem da nicht, ne? Nein, 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 nein. Okay. Es gibt hierfür eine Musterlösung. Ja. Allein mir fällt sie nicht ein. Nicht hier. Nicht dort. Aber wenn ich dich hier lasse und stattdessen euch drei bewege, wenn ich mal so tue, als wärst du hier richtig. Da, wir haben es. Okay, alles klar. Da ist noch ein Chip. Jawohl. Der fünfte. Alles klar. So, damit komme ich hier hinten dran, ne? Okay, hat sogar funktioniert. Bei dir wird hier. Lege die Chips auf die Kreise mit den entsprechenden Farben. Also hier jetzt der gelbe, da der blaue hin, hier der orangene hin, da muss der lilane hin. Okay. So, da der gelbe, da der lilane, da der grüne. Gut. Okay, und dann ist da ein Magnet drin. Ausgezeichnet. Noch etwas? Nein, die Box lässt sich nicht mehr öffnen, weil sie schon offen ist. Okay, was haben wir denn hier? Ah, in dieses Loch passt keine Hand. Aber wir können die Schnur doch bestimmt daran befestigen. Genau, Magnet am Seil. Und dann komme ich hier dran, ne? Jupp, Schlüssel. Alles klar. Noch was? Es befinden sich keine Fische darin. Da komme ich nicht rein. Was ist das denn hier? Es ist verschlossen. Passt der Schlüssel hier hinein? Tut er nicht. Okay. Passt der Schlüssel? Da passt er ganz sicher nicht hinein. Da passt er hinein? Ernsthaft? Was soll ich hier mal für ein Gerücht? Na gut, also, wir gehen mal weiter. In der Küche finde ich erst einmal. Das ist doch ein Schlüssel, ne? Für hier. Jupp. Ein Messer. Ausgezeichnet. Lass mich mal zurückgehen. Damit sollten wir doch jetzt an dieses Kissen herankommen. Das schöne Kissen. Und ich finde noch einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist hoffentlich hierfür gedacht. Ausgezeichnet. Was haben wir hier? Öffne das Schloss. Okay. Das kann ich nicht bewegen. Okay. Warum kann ich das denn nicht bewegen? Weil das Minus da ist. Warte mal so. Nee, das geht nicht. Okay. Ich könnte erstmal. Die kann ich verschieben. So, dann kann ich den dahin bringen. Dann kann ich den hier schon mal rauszuppeln. Euch kann ich nach unten bringen. Dann kann ich den hier rauszuppeln. Gut. So, das funktioniert auch. Okay, ich kann den runternehmen, aber den nicht dahin. Also, warum ich den nicht hier. Warum kann ich den nicht hier weiterschieben? Einfach weil da Ende ist, ne? Okay. Wieso bleibt der nicht da oben? Was ist so komisch daran, dass der da nicht bleibt? Oh, war da irgendwas im Wege? Das kann natürlich sein. Okay, jetzt funktioniert's. Na gut. Na gut. Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist aber sehr düster. Die Sicherung ist kaputt. Oh, das kann ja mal passieren. Okay, nein. Gut, machen wir erstmal in der Küche weiter. So viele Teller und so ein kleiner Tisch. Naja. Oh, irgendwas ist hier drin. Mais. Offensichtlich wäre jemand vor kurzem hier. Gefrorenes Fleisch. Ah, keine Milch und die Sicherung. Konserven verderben außerhalb des Kühlschranks nicht. Hä? Okay, gut, ja, meinetwegen. Das Muster auf jedem Mosaik ist anders. Hier, da haben wir eine Zeitung. Die Tassen sind am Tisch festgeklebt, ja, weil sie in bestimmte Richtungen zeigen. Okay. Das ist hier oben für gedacht, ne? Augenblick.
Also, rechts oben, rechts, links unten, rechts unten. Rechts oben, rechts, links unten, rechts unten. Ohne Strom. Okay, meinetwegen. Gut, aber das haben wir schon mal. Oh, ohne Strom, es ergibt, wenn dann keinen Sinn. Es macht nicht keinen Sinn, sondern es ergibt keinen Sinn. Okay, da unten ist nichts weiter. So viele Teller, la 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 la. Wo komme ich denn hier noch ran? Ein süßer kleiner Hund. Ein anderes Mosaik. Da komme ich nirgendwo. Wow, das funktioniert nicht. Es gibt kein Wasser. Oh, okay. Die Gummihandschuhe nehme ich mit. Sehr gut. Oh, okay. Wohin soll es geleitet werden? Nach da oben? Es fehlt noch etwas für die Wasserversorgung. Wieso? Hier fehlt noch ein Dingelchen, oder was hast du dir vorgestellt? Zeitung? Aber wir können das doch schon mal. Können wir das nicht schon mal hinkriegen? Scheinbar nicht. Gibt es hier denn noch was? Da gibt es noch was. Siehst du? Eine Sicherung. Ausgezeichnet. Okay, also mit der Sicherung kommen wir da dran, ne? Hier kann man das Licht des Nebenraums anschalten. Ja, dann was? Dann mach das doch mal. Achso, ich muss das mit den Gummihandschuhen machen, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, das ist verständlich. So, es werde Licht. Cool. Mehr nicht? Ah, hier geht's noch weiter. Bouncy! Hi. Der Hund ist aggressiv. Möchtest du ein gefrorenes Stück Fleisch? Nein, möchtest du nicht. Da komme ich nicht dran, was auch immer das ist. Hier nehme ich den Akkubohrer mit. Ein alter Haufen unbrauchbarer Teile. Sagt das nicht. Da mag trotzdem noch irgendwas Interessantes drin sein. Die dritte Leiter ist hoch. Mit ihr kann man die Decke erreichen. Nützbares Zeug. Hier, oh nein, was ist das da? Das ist gar nichts. Unter der dicken Eisschicht sehe ich ein eingefrorenes Schloss an den Fensterläden. Puh. Ja. Okay. Das funktioniert, aber es gibt noch Eis außerhalb und innerhalb des Schlosses. Okay. Tja, das sieht gefährlich aus. Okay. So, ich brauche keine Waschmaschine zu entkommen, aber ich brauche den Stecker. Gut, Stecker mit Kabel. Ist hier denn was drin? Yeah. Microwave. Bohrerbit. Charmante Tasche aus Flicken, offensichtlich handgefertigt. Aber guck mal. Rot, grün, gelb, lila. Was für eine seltsame Stickerei. Kann ich mir das merken? Rot, grün, gelb, lila? Naja, wenn nicht, dann wissen wir ja, wo ich es herkriege. So, keine Batterie. Das war so klar. Okay, da oben. Zuerst muss ich mich um den Bouncy kümmern. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Okay, gut. Ja, okay. So, gehen wir mal zurück in die Küche, ne? Hier, du kommst da dran. Fummel, fummel, fummel. Okay. Das ist inzwischen wieder zurückgegangen. So, rechts. Unten links und da, ne? Ja? So, war es richtig. Na gut. Wie war es nochmal richtig? Ich muss nochmal gucken. Rot. Es fing mit Rot an. Rot, gelb. Ne, rot, grün, gelb, lila. Rot, grün, gelb, lila. Rot, grün, gelb, lila. Rot, grün, gelb, lila. Die richtigen Knöpfe. Nein. Nein. Das ist richtig. So. Okay. Rot, grün, gelb. Nee, Quatsch, Blödsinn. Rot, grün, gelb, lila. Nicht das Richtige. Das könnte das Grün sein, ne? Rot, grün, gelb, lila. Auch nicht.
Warum nicht? Oder war das am Ende gar nicht gelb, sondern... Nee. Oder ist das das hier gewesen? Oh. Okay. Ich gehe noch mal nachsehen. Also, rot, grün, gelb. Doch, es ist gut, es ist das hellere Grün. Okay, was für eine seltsame Stickerei. Rot, grün, gelb, lila. Ist doch alles richtig, oder? So. Rot. Nee, grün, nein. Grün, gelb, lila. Ich würde sagen, das ist so richtig. Kein Blau. Rot, grün, gelb, lila. Rot, grün, gelb, lila. Echt, es war orange? Es kommt mir ein bisschen random vor, du. Hier könnte ich jetzt Schlaftabletten reinbringen, ne? Oh nein, nicht so viele. Es ist ein kleiner Hund. Also, naja, es ist kein kleiner Hund, aber es ist ein Hund. Da ist ein trockener Fisch auf dem Schneidbrett. Das ist sehr seltsam. Ja, allerdings. Okay, gehen wir mal zurück. Und hier, Wauzi. Es tut mir so leid. Oh, ja, ich weiß. Ich hätte dich immer weggekuschelt. Der Hund sollte zumindest für ein paar Stunden schlafen. Ja. Okay, hier haben wir. Oh, Hut, Pferd. Okay, das finden wir noch irgendwo. Was ist denn hier? Ah, Pferd. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Pferde. 5 Pferde, ne? Also 5. Es ist unklar, welche Ziffern eingestellt werden müssen. Wieso ist, das haben wir doch hier. Jetzt wird, jeder wird entweder sehr reich oder stirbt. Aber kann ich... Es sind übrigens 6 Pferde. Okay, aber damit haben wir es doch. Hä? Es ist unklar, welche... Okay. Irgendwas brauchen wir noch dazu. Irgendwas braucht man noch dazu. Na schön. Da ist noch ein Wasserkocher. Cool. Das scheinen wir zuerst machen müssen. Nach dem Kellerbesitzer ist ein Alleskönner. Holz nehmen wir auch mit. Wunderbar. Okay, Holz könnten wir hier reinpacken. Können wir nicht. Zuerst brauche ich etwas zum Anzünden, wie die Zeitung. Okay, dann dich. Ja, dann ein Streichholz. Cool. Aber jetzt brauchen wir, damit zwar. Oh. Oh. Okay, um das hier geht es also. Zwei Pferde. Zwei Pferde, eine Schlange. Eins, zwei, drei, vier, fünf Falken. Und was war das andere? Cowboyhüte, ne? Zwei. Zwei Pferde, zwei Hüte, fünf Falken und eine Schlange. Oder zählen beide Bilder zusammen? Stelle die erforderlichen Ziffern ein. Zwei, zwei Pferde, fünf und eins. Offensichtlich war es das noch nicht. Okay, hier haben wir auch noch zwei Falken und eine Schlange. Eine Schlange, zwei. Jetzt ist das wieder ganz auf Anfang gegangen. Oh. Okay, das könnte lästig werden. Okay, also ich brauche Zettel und Stift. Wo sind mein Zettel und Stift? Okay, gotcha. So. Okay, also. Wir brauchen Schlange, die Hüte, die Pferde und die Falken. Okay, Schlange haben wir hier eine. Hüte haben wir 1, 2, 3. Ist das da? Nee, das ist nur ein Sack, ne? Drei Hüte. Drei Hüte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pferde. 4, 5, 6. Und wir haben zwei Falken. Okay. Ist das sicher alles? Wir werden es gleich herausfinden. So, was war hier drüben?
Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Falken. 1, 2, 3, 4, 5, also insgesamt 7. 2 Pferde und 2 Hüte. 1, 2 und noch 1, 2 Pferde. Und wir haben eine Schlange. Okay, gut. In der Hoffnung, dass das jetzt tatsächlich alles ist. Lass mal gucken. Also Hüte, 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 Hüte haben wir 5. 5 Pferde haben wir 8 insgesamt. So, Falken haben wir 7. Und Schlangen haben wir 2. Das war's. Juhu! Okay, das Ventil nehme ich mit. Noch etwas. Die Schriftrolle altmodisch. Vielleicht ist es antike. Und eine Batterie für den Akkuschrauber. Ja, sehr gut. Okay, cool. Akkubohrer, Entschuldigung. Akkubohrer. Na schön. Ja, hier sehe ich im Moment nichts weiter zu tun. Dann lass uns doch mal die hier einschalten. Ventile. Stelle die Rohrleitung wieder her. Natürlich, sehr gern. Komplett oder reicht es? So, das kann ich nicht drehen. Okay, das geht hier ran. Naja, weiß ich jetzt nicht so. Da geradeaus, geradeaus, runter. Ich weiß noch nicht, wie ich die hier mit einbaue. Oh, warte mal, so könnte es gehen, ne? So? Ja. Das scheint. Was? Okay. Okay. Hat funktioniert. Alles klar, dann kann ich hier jetzt Wasser holen, ne? Ich kann hier jetzt Wasser holen. Okay, Wasserkocher mit Wasser. Na super. Alles klar. Okay, das Wasser kann ich hier erhitzen, richtig? Hallo? Kann ich nicht. Warum nicht? Es ging dabei nur darum. Ah, aber so wird's was. Okay. Wasserkocher mit kochendem Wasser. Das brauchen wir nicht mehr. Ich nehme an, für unten im Keller, nicht wahr? Für hier oben, für das Schloss. Ja, sehr gut. Okay, jetzt brauche ich einen Schlüssel oder den Akkubohrer. Nein, nicht den Akkubohrer. Und den armen toten Vogel. Okay, da kommen wir nicht mehr dran. La 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 la. Aber was kann ich denn mit dem Bohrer machen? Hier braucht es, ja, sind keine Fische da drin, aber da unten komme ich nicht dran. Okay, die Boxen lässt sich nicht öffnen. Wo habe ich denn hier noch was offen? Es ist schade, dass ich hier keins habe, kein Telefon. Okay, hier den Eisschrank brauchen wir nicht, glaube ich. Wo war denn hier was zum Schrauben? Irgendwas mit der 4 da oben. Das hatten wir bereits gelöst. Ist also auch nicht mehr offen. Das haben wir auch bereits gelöst. La 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 la. Die Fenster sind zugenagelt. Kann ich die wieder aufnageln? Nein. Wo war hier was zum Schrauben? Hier sind keine Schrauben dran. Da sind zwar technisch gesehen Schrauben dran, aber hier sind keine Schrauben dran. Nein. Hä? Okay, dann kann es ja nur noch im Keller sein. Hier ist nichts Schraubbares. Hier sind Schrauben dran, aber nein. Wieso kann ich denn da unten die nicht aufschrauben? Vorher ein Autowagen. Auto.
Hier ist auch nichts zum Schrauben. Nee. Was ist das? Keine Ahnung. Jedenfalls nichts Schraubbares. Da hinter dem Bild scheint sich auch nichts zu befinden. Es ist hier nichts Schraubbares mehr. Nee. Hä? Was übersehe ich? Da habe ich was übersehen. Ah, hier oben. Die Abzugshaube. Ja. Und da ist ein Schlüssel. Ausgezeichnet. So. Und dann hier und dann da und dann so. Wunderbar. Und jetzt komme ich hier raus. Ja, ich komme hier raus. Hey, wunderbar. Ach, sehr gut. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Folge abgeschlossen. Das war, ist auch gut. So, okay. Oh, ich bekomme 6 Punkte dafür. Heißt das, ich kann jetzt hier reingehen? Nein. Wir gehen weiter mit den schwebenden Inseln, ne? Das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.